Hey, hi, dies ist die erste Ausgabe von Styx Critics. Heute mit Relentless Origin. Verabschiede dich von kurzen Wegen. Begrüße Schmerz und Schinderei. Niemand hat jemals behauptet, dass immer alles einfach sei. Deine Energie, keine halben Sachen. Punkt. Wieso ein Punkt? Ich meine, wenn man schon so dick aufträgt, dann wäre vielleicht ein Ausrufezeichen angebracht? Bei Star Wars wurde mal festgestellt, dass nur schlechte Menschen nichts als Extreme kennen. Hier haben wir in zwei Zeilen die Worte niemand, jemals, immer und alles. Ich glaube, das sind Extreme, liebe Coca-Cola Company. Und was soll dieser SM-artige Text? Begrüße Schmerz und Schinderei. Und wenn das nicht reicht, gib mir Tiernamen, du Sau. Apropos Sau, mit Relentless List, guck mal richtig die Sau raus. Ich meine, Relentless. Übersetzt das mal. Unerbittlich, unnachgiebig, unbarmherzig. Sein Produkt unbarmherzig zu nennen. Meinen vollsten Respekt an Coke dafür. Und das Design passt voll dazu. Der Schriftzug Relentless erinnert so ein bisschen an die Schriftzüge von so Metal-Bands oder so, gepaart mit so Schnörkeln irgendwo zwischen Tribals, keltischen Knoten und so Frakturschrift. So ein bisschen Coke-Gothic. Naja, und wenn man genauer hinsieht, dann kann man über dem einen E einen Enter-Haken entdecken. Ich weiß nicht, ob man das hier jetzt sehen kann. Den kapiere ich gar nicht. Vielleicht passen Piraten ins gleiche Schema. Oder Ninjas. Ninjas sind cool. Im Hintergrund dann sowas wie hohes Gras, vielleicht ein Feen- oder Elfenwald. Also irgendwie so Fantasy-Style. Dazu passend dann auch der Beiname Origin. Nicht Original, sondern Origin. Klingt wie aus irgendeinem Werwolf gegen Vampire-Film. Der Ausgangspunkt. Ja, das Zeug ist Ausgangspunkt für etwas, und zwar für drei Ableger. Die heißen Devotion, Immortus und Libertus. Devotion, Immortus, Libertus. Das könnten die Titel zweitklassiger Metalbands sein. Und das ist auch etwa der Stil, in dem sich Relentless präsentieren möchte. Jetzt nicht zweitklassig, aber schon Metal. Nicht umsonst sind sie Hauptsponsor des Wacken Open Airs. Und machen daneben auch noch sehr viel im Extremsportbereich, was wiederum ziemlich an Red Bull erinnert. Vielleicht ist Relentless so ein bisschen sowas wie der böse Bruder aus dem Spiegeluniversum. Böse ist Relentless auch deswegen, weil sie behaupten, dass zweimal 250 Milliliter 485 Milliliter sind. Dann in dieser 0,5-Dose fehlen ganze 15 Milliliter. Aber das muss wahrscheinlich so sein, denn die Dose ist wieder verschließbar. Steht oben auch drauf und ruiniert damit hübsch das Gothic-Design in einem merkwürdigen Orange. Das ist jedoch nicht das Einzige, was ruiniert wird, sondern auch der Trinkgenuss meiner Meinung nach, denn man trinkt oben aus diesem Plastikverschluss. Ja, für einige ist es vielleicht ganz nett, dass man das wieder verschließen kann. Finde ich jetzt auch nicht ganz schlecht, aber mir wäre doch lieber der Geschmack von Metall am Mund als dieses Plastikzeug. Den böse Ruf ruiniert es natürlich auch ein klein bisschen mit der Aufschrift. Wegen des erhöhten Koffeingehaltes nur in begrenzten Mengen verzehren. Nicht geeignet für koffeinempfindliche Personen, Kinder und Schwangere. Und jetzt kommt's. Nicht mit Alkohol mischen. Hallo? Mal ganz ehrlich, das ist eine von zwei Funktionen, die das Zeug hat. Wach machen und den Geschmack von Wodka überdecken. Die Diskussion über die Inhaltsstoffe spare ich mir an dieser Stelle, denn klar ist Energy Drink ungesund. Ich meine, was habt ihr erwartet? Und dick macht das Zeug auch. Energy Drink riecht nach Babydurchfall. Nein. Nach Gummibärchendurchfall. Also scheiße süß. Relentless ist nur begrenzt süß, also gehört zu den weniger süßen Energy Drinks. Jupp, ganz kurz meine persönliche Meinung zu Relentless Origin. Nicht schlecht, aber ich mag Energy Drink gerne etwas süßer und die Öffnung zum Trinken finde ich sehr, sehr mäßig. Außerdem kostet so eine weniger als Halbliterdose, weniger als Halbliterdose, 1,60 bis 1,80. Und das im normalen Verkauf. An Tankstellen deutlich mehr. Überteuert.
Wer die Wiederverschließbarkeit gut findet und auf weniger süßen Energy Drink steht, dem empfehle ich Relentless Origin. Alle anderen, naja, ganz ehrlich, es gibt bessere Alternativen. Prost!